Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Lorini Tobolanski. Heute mal ein ganz anderes Video, und zwar, wie ihr seht, ich bin gerade aufgestanden, hört man auch noch an meiner Stimme. Ich fliege heute in den Urlaub nach Santa Cruz de la Palma. Ich habe mir gedacht, ich mache einfach so einen coolen Reisevlog. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im Auto. Wir sind jetzt in München angekommen und warten jetzt auf den Bus, der uns zum Flughafen fährt. Ja, das ist nur so eine kleine Zwischenmeldung, kann man sagen. Und wir sehen uns am Flughafen. Wir sind im Flughafen angekommen, ihr solltet jetzt die Timelapse gerade vor dem Koffer abgeben schon gesehen haben. Als nächstes steht der Security-Check an. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dort. Wir sind jetzt auch mit der Sicherheitskontrolle fertig. Ich bin gerade im Duty-Free, schau mal, wie überteuert die Preise da sind. Ich kann schon sagen, sehr überteuert. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich im Flieger sitze. Gelandet am Flughafen. Der Koffer ist auch schon abgeholt, den habt ihr gerade gesehen, den grünen. Für uns geht es jetzt mit dem Auto ins Quartier. Bis später. Hallo, hier ist Lauren aus dem Schnitt. Mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass ich wirklich sehr wenig von mir aufgenommen habe und stattdessen sehr viele
Bilder und Videos, Shots von den einzelnen Sachen, die sie eben dort gegeben hat auf La Palma. Deswegen werde ich jetzt einfach ein paar Voiceover aufnehmen, damit das Ganze nicht einfach eine komplette Dia-Show wird. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Jetzt seht ihr ein paar random Shots von unserem Zuhause. Let's go! Wie ihr es vermutlich jetzt gerade seht, ist das kein gewöhnlicher Strand, denn der Strand hat komplett schwarzen Sand. Wenn man sich jetzt fragt, woher kommt denn dieser schwarze Sand? Dieser schwarze Sand kommt vom Vulkan, von der Vulkanasche, meines Wissens auf jeden Fall, der im November 2021 zuletzt aktiv war. Den Namen von dem Vulkan habe ich vergessen, das kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall, deswegen ist da komplett schwarzer Sand. Heute Tag 2 auf Santa Cruz de la Palma. Ich habe den ganzen Tag nichts gefilmt, weil im Prinzip es war nichts zum Filmen. Wir waren nur im Quartier und waren nur einmal einkaufen. Und sonst war ich im Pool. Wir haben nämlich einen wunderschönen Pool. Hallo Katze. Und jetzt fahren wir noch auf ganz entspannt auf den Strand, an den Strand. Ich glaube 5 oder 10 Minuten mit dem Auto. Und ich nehme euch dabei einfach mal mit. Katze, mach den Cut. Ja, also heute ist schon der 3. Tag, wo wir hier sind. Und ihr habt wahrscheinlich gerade das Video von gestern gesehen und vielleicht noch ein paar Bilder vom Strand. Da war jetzt wirklich nicht viel los. Das kleine Problem ist, heute war auch nichts los. Also wir waren wirklich nur einkaufen und ich war im Pool. Und jetzt wird noch am Abend schön gegrillt. Davon seht ihr aber ein paar kleine Einblicke. Und ich würde sagen, ich filme dann wieder, wenn gegrillt wird. Let's go! Und dann sind wir schon an Tag 4 angekommen. Jetzt gerade solltet ihr die coolen Delfine sehen, die ich vom Boot aus geschossen habe. Denn am Tag 4 haben wir eine richtig coole Bootstour unternommen. Das Coole an dem Boot war, dass man runtergehen konnte und dann war sozusagen ein eigener Bereich, wo große Fenster waren am Boot, dass man richtig schön die Fische sehen hat können. Fische hat man eigentlich nicht sehen können, sondern eben nur diese Delfine. Das war auch richtig Glück, dass ich genau zu dem Zeitpunkt dort unten war, wie die Delfine vorbeigeschwommen sind. Das absolute Highlight war, dass wir dann wirklich noch einen Wal gesehen haben. Und zwar den Breitwal mit 16 Meter Länge und 40 Tonnen Gewicht. Das war wirklich ein richtig cooles Erlebnis. An Tag 5 haben wir dann was richtig Cooles unternommen. Und zwar sind wir mit dem Auto an den höchsten Punkt der ganzen Insel gefahren. Das war auf ca. 2400 Meter. Den Namen habe ich wieder mal komplett vergessen. Keine Ahnung, wo wir waren. Ich weiß nur, dass es der höchste Punkt von der Insel ist. Man hat von dem Punkt sogar Teneriffa sehen können. Das ist eine andere kanarische Insel. Es gibt ja insgesamt 7. Ich habe in Geografie aufgepasst. Das war richtig cool, weil wir wirklich über der Wolkendecke waren und das war einfach ein riesen Erlebnis, weil es da oben auch schon richtig anstrengend war zu atmen, weil eben die Luft schon etwas dünner war. Also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. An Tag 5 hat es nämlich auch was richtig Gutes zum Abendessen gegeben. Und zwar, ich liebe Meeresfrüchte, wirklich.
Also alles, was im Meer schwimmt, könnte ich essen, außer Delfine und so, weil das nicht, also nur Fische. Ja, jetzt seht ihr gerade diesen coolen Meeresfrüchte-Teller, der war extremst gut. Also wenn ihr irgendwo mal seid, wo direkt am Meer oder so, esst Meeresfrüchte, extremst gut. An Tag 6 sind wir zu einem Naturpool gefahren. Das war richtig cool, ihr seht eh gerade ein Bild, weil da war ein Pool und da war eine Pumpe im Meer. Und sozusagen das Meerwasser wurde einfach in dieses riesen Steingewölbeteil gepumpt und man hat dann einfach darin schwimmen können. Und das war einfach richtig cool, weil sowas eben bei uns nicht gibt, weil Österreich ja ein Binnenland ist. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das heißt, wir haben keinen direkten Zugang zum Meer. Das ist einfach cool, wenn man da drin schwimmt. Man konnte eben auch von den Klippen runterspringen. Also das muss man auch einfach gemacht haben. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder von dieser Reise nach La Palma. Jetzt seht ihr auf jeden Fall noch eine schöne Timelapse, wie wir heimfahren. Es ist keine Timelapse, es ist einfach ein Zusammenschnitt, glaube ich. Ja, ich hoffe, euch hat diese Mini-Dokumentation, nenne ich es jetzt einfach mal, gefallen. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.